Der Sportbund Rheinland lud zum Sommerfest 2019 nicht in den bewährten Garten ein. Präsidentin Monika Sauer empfing die Gäste dieses Mal in den Rheinauen, der Straße vor dem Haus des Sports. Zum 70-Jährigen des Verbandes sollte es etwas Besonderes sein. Und das war es durchaus. Eine Festmeile war vorbereitet zur Dankeschön-Party und zum Netzwerktreffen. Rheinblick und gemütliches Ambiente, eine gelungene Premiere. Nicht nur, dass wir 70 Jahre alt werden, sondern dass wir in diesem Jahr auf der Straße feiern. Ich finde das bombastisch. Und ich habe bis jetzt nur tolle Rückläufe. Gefällt allen Leuten gut, ist so eine kleine Meile. Und ich glaube, wir werden bei dieser Veranstaltungsform in den nächsten Jahren bleiben. Es war an alles gedacht. Bewährte Partner und helfende Hände boten, was das Herz begehrt. Die Küche der Sportschule erfreute sich großen Andrangs und alle waren sie gekommen aus der Familie des Sports. Auch Prominenz. Dies das größte Zeichen der Wertschätzung zum 70-Jährigen. Ein Fest als Demonstration der Stärke. Wenn man dann mal anschaut, was die Vereine in der unterschiedlichsten Form einfach leisten, auch an sozialen Aspekt hinaus, an Miteinander, Teamfähigkeit lernen, an Integration, dann ist das eine so wichtige Arbeit auch für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt, den man gar nicht richtig und hoch genug einschätzen kann. Schon früh war die Festmeile erfreulich bevölkert. Gastgeberin Monika Sauer begrüßte die Bandbreite an illustren Gästen, die einen Querschnitt durch das Sportbundgeschehen abbildeten. Die Einladung zum Sommerfest, zum einen ein Dankeschön an alle im Sport Engagierten, zum anderen auch als Netzwerktreffen ein Volltreffer. Das sind ja am Ende des Tages 6.100 Vereine. Das sind über 1,3 Millionen Menschen, Männer und Frauen, Jugendliche, ältere Menschen, die hier Sport machen. Und dann muss man ein Netzwerk haben. Sowas kann man eigentlich im Endeffekt nur dann auch bewältigen. Und sowas kann man nur dann zusammenführen und eben dann auch in die neue Zeit überführen, wenn man ein gutes Netzwerk bildet, wenn man das eben zusammenbildet. Cross-Boccia wurde von Special Olympics Rheinland-Pfalz angeboten. Nicht nur die räumliche Nähe zum Sportbund ein guter Umstand, das Mitmachen ein Muss. Hangman hieß das Angebot von vereinsleben.de. Auch dieser kleine Wettbewerb symbolträchtig für eine gute Partnerschaft. Der Sportbund versteht es, Akzente zu setzen. Da bekommen Partner eine Bühne geboten. Für alle Beteiligten die Vorteile offensichtlich. Guido Paulik zum Beispiel war froh, seine Fortuna-Sportgeräte einem großen Publikum vorstellen zu können. Weil wir eben auch unsere Dienstleistung oder unsere Leistung, die wir überhaupt anbieten, so dann breiter verteilen können. Und so ein Kooperationspartner hat halt dann Events oder Zugriff zu den Vereinen, zu den Vorständen. Und so können wir dann ganz gut miteinander auskommen. Um Menschen in Bewegung zu bringen. Ein gemeinsames Ziel, das auch beim Sommerfest erreicht wird. Zur Freude aller Gäste, die sich sportlich betätigen konnten. Ob am Riesenkicker oder beim Biathlon mit dem Skiverband Rheinland. Ausdauer und Konzentrationsvermögen, auch eine Kombination, die für 70 Jahre Sportbund steht. Beim Sommerfest wird dann noch der Glücksfaktor gesucht, wenn es unter anderem um die Tombola geht. Attraktive Preise wurden angeboten. Ohne Partner könnte der Sport ja nicht leben, ganz besonders die Sportvereine nicht und die Verbände. Von daher ist das eine tolle Sache und die bringen sich heute alle ein. Also muss doch irgendwas Gutes dabei sein. Das stimmt. Die Atmosphäre und die Reaktionen sprechen Bände. Die Bobbin Baboons sorgten im Laufe des Festes für den richtigen Ton. Und wo gefeiert wird, wird auch getanzt. Und so nahm ein wunderbarer Abend seinen gewünschten Verlauf. Ein Abend, den viele gemeinsam möglich machten.